Wir sind hier in Essen, wo tausende Polizistinnen im Einsatz sind, um die AfD bei ihrem Bundesparteitag zu schützen. Die AfD, eine Partei, die bis in die höchsten Posten von Nazis durchsetzt ist. Am martialischen Auftreten der Polizei sehen wir, dass die innere Militarisierung weiter voranschreitet. Diese Bullen sind nicht von der AfD hierher bestellt worden, sondern von den Ländern und Städten, in denen Grüne, SPD, CDU, FDP und Linke regieren. Auch an den Unis spüren wir die Folgen des Rechtsrucks und der sich verschärfenden Hetze. Kritischen Stimmen wird mit Repressionen begegnet. In Berlin gab es gewaltsame Räumungen gegen linke Studis, die sich mit Palästina solidarisierten. Laut Forschungsministerin Stark-Watzinger sollten Lehrenden, die sich gegen diesen Polizeieinsatz ausgesprochen haben und sich mit den Studis solidarisierten, die Forschungsgelder gestrichen werden. In Münster sollte eine kritische Veranstaltung, die Lange Nacht der Bildung, die von den Fachschaften Politik, Wissenschaften und Soziologie organisiert wurde, verboten werden. Deshalb müssen sich alle Studierende gemeinsam mit den Beschäftigten der Universitäten organisieren und demokratische Komitees gegen den Rechtsruck bilden. Wir nehmen den Kampf auf der Straße, wie heute hier in Essen, oder an den Universitäten. Für Wissenschaftsfreiheit, gegen den Rechtsruck und für ein freies Palästina. Kommt am Samstag zu unserer Veranstaltung, wo wir mit einem Genossen aus Frankreich darüber diskutieren wollen, wie wir den Aufstieg der Rechten international stoppen können.